Schade, schade, schade. Aber das ist nun mal so, wenn man random spielt und dann wir Bobby-mäßig nicht exen. Zerklinge sind halt gut zum Abräumen. Vor allen Dingen, wenn man unbewegliche Mech spielt und ich mit Blink, mit Mutas, ja. Mutas Zerklinge super gut zum Harassen. Da bist du mit Blink einfach nicht. Vor allem die Anti-Air vom Protoss funktioniert einfach nicht. Kannst du Die macht keinen vergessen. Schaden dagegen und ist zu unstabil. Da bin ich lieber Terra, wenn ich ehrlich bin. Ich habe als Terra einfach gerade eben mal schön versagt. Na, passiert. Und langsam, langsam, langsam gehen wir auf die 200 Abonnenten zu. Auch krass. Ja. Wollte ich mal erwähnt haben, finde ich mega krass. 175 Mega inzwischen. geil, und warum finden wir jetzt keinen Ton? Ja, ist so Ja, das ist schlimm. wirklich mega geil und das ist gerade mega behindert. Warum kriegen wir nichts? Wobei, da kann man sich vielleicht nochmal den Graphen ansehen für Wert der Armee. Ey, Ja, ich war über dir im Wert der Armee. ich Ich war sogar weiß. teilweise Erster. Protoss-Einheiten sind die teuersten Einheiten. Man ist quasi, Das wenn man stimmt, eine warum hast gute. du eigentlich keine Arcans gespielt? Warum hast du Archonten? keine High Templar gespielt? Warum hast du keine Arcans Konnte ich nicht gespielt? abgeräumt, Mutas abgeräumt. Ich hatte keine Minerals dafür. Die Mutas haben mir den DT abgeräumt und der Doppelzerg. Oh mein Gott. Das hätte ich Und auf eigentlich schon der direkt sagen Karte. müssen. Der Karte. Boah, ich hoffe jetzt einfach keiner von uns beiden zerrt, ne? Am liebsten wäre mir jetzt Terra. Aber dann würde ich keine Hellions spielen. Ich kann kein Hellion Play. Immer wenn Hellion Play gemacht wurde, das habe ich 6 Mal gemacht im Let's Play und auch noch sonst 4, 5 Mal und alle Matches gingen verloren. Alle. Ohne Ausnahme alle Matches. Weil Hellion, sobald er dann Hellion sieht und dann auf Roaches geht, sind Hellions scheiße. Egal ob Kampf-Hellion oder Ja, normal. Kampfhelden sind gute, das sind Schluckerhuren. Immer wenn ich da mit 3-3er kam und die Roaches auch da Schlucken 3, haben die Damage wie Roaches meinen sonst was. abgeräumt. Die schlucken, 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 schlucken. Tun Roaches auch. Mega Ladezeit. Bei Ich habe das allen. Gefühl, einer ist abgestürzt. Der unten rechts so mit seinem. Dieser Ja. Chizik. Der hat so einen niedrigen Balken. Ich glaube, der ist raus. Glaube eher Blizzard ist abgestürzt. Ja. Verwirrung. Macht sich bereit. Ja, weil mein Ladebalken hört sich geht auch nicht mehr. Meiner auch nicht. Die ganze Zeit schon nicht. Irgendwie zusammen gerade. Ich bin gerade auf die Mitte. Es gibt übrigens, habe ich bei Blizzard gelesen, bei 4 und 4, wenn sowas passiert, zählt das für beide als Niederlage. Ja, den Fehler haben sie jetzt aber beseitigt, meinten sie. Ja, beseitigt. Wie sehr interessant gerade. Das ist ein Einfach. Hammer-Match. Ja, auch, ey. Das Match, das ist schon mal der erste Sieg des Tages. Wer kriegt als erstes den Ladebalken voll? Ja. Normalerweise ist das so, es gibt nur zwei Möglichkeiten hiervon. A, Server ist abgestürzt. Und Möglichkeit B, was ich schon lange nicht mehr hatte, einer von denen ist abgestürzt. Das bedeutet, dann versucht er die ganze Zeit zu reconnecten. Einer von uns könnte das nämlich sein. Der versucht reconnecten, ist aber schon raus. Und ich vermute den Zerg unten rechts. Wenn sich gleich Balken bewegen bei mir auf dem Bildschirm, bis auf der unten rechts oder bis auf irgendeiner, dann weiß ich, dass einer rausgeflogen ist im Ladebalken. Das passiert, wenn ihr klein. Ja, die Ladebalken bewegen sich, aber der unten rechts nicht, der ist raus. Ja, genau das wollte ich gerade gesagt haben, der ist raus. Schizik ist raus. Ja. Ja. Ich bin Zerg. Ja. Wir müssen Vollgas geben. Ja. Direkt Doppel. zubauen. Der Also. ist Zerg und der kann jetzt pumpen ohne Ende. Ich Ja. kann nicht zubauen als Zerg. Ja, oder dich schon mal auf Rush-Abwehr machen. Also keine First Exe spielen, weißt du? Ja. Ich werde mich auch bei mir aufbauen. Ich werde nicht vorne die Choke zu machen. Ah, der wird jetzt schon. Ja, der wird direkt Der einen Punkt Pucha-Pu setzen dürfte schon können. kommen. Der dürfte schon Ja. längst kommen, weil der hat doppelte Mineral-Anzahl gerade. Es wird interessant. Ich glaube aber nicht, dass das gewollt war. Weil, wenn das gewollt ist, machen die das immer in-game. Ja. Also dann in der Partie das abschmieren. Das sah eher ungewollt aus. Hier ist der Scouten. Ja. Mein Bootschamp Wissen, tut was er nicht macht. kommen.
Brrr, miau, miau, miau. Wir brauchen mehr Mineralien. Wenn man Terra ist, kann man so übrigens übel leicht gewinnen. Ihr habt das mal gesehen, als ich das war. Ach, der Toss. Nein, als Terra. Du kannst nämlich innerhalb von ein paar Minuten 3-4 Barracks bauen. Da ist er. Und er hat keinen Blutsteinpool draußen. Das ist... Doch, das ist er. Da ist der Blutsteinpool, der ist schon fertig. Und Speed Upgrade läuft schon drauf. Ja, und ich hab grad was ploppen sehen. Da kommt schon was. Solange Blutsteinpool nicht fertig ist, kann ich keine Stachelkabler machen und mein Blutsteinpool ist gerade erst bei der Hälfte. Ja, das könnte jetzt... Da kommen sie. Ja. Sind aber nur Sechslinge. Auf geht's. Stachelkabler. 1, 2, 3. Schön um die Echse rum positionieren, beziehungsweise um die Base und drei Zerklinge, genau wie er es auch gemacht hat. Und jetzt bin ich ready. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Scheiße, Leute, ne? Ich weiß mich zu verteidigen. Ich komme auch mit Zerklingen gerade an. Warte, wo ist dein Marine? Da, da will ich hin. Ha. Ja, kommt zu mir. Da warten drei Stachelkrabbler auf euch. Hopp. Hi. Begrüßt meine Stachelkrabbler, Leute. Also, das hat er verkackt. Da kommen noch mehr Säuglinge. Und ne... Und ne? Drohne. Da kommt eine Drohne. Ruf mal bitte deinen Overlord hier hin. Repariert den Bunker, repariert den Bunker, repariert den Bunker. Scheiße. Meine Zerklinge kommen auch. Also Alter, der hat mehr wie ich. Verloren. Der hat mehr wie ich. Ja, jetzt hast du verloren. Die Basis unserer Verbündeten wird. Ich hab nicht genug, um das abzuräumen. Hättest du mehr Bunker gebraucht? Nee, ich hätte einfach nur einen Bunker reparieren müssen. Alter, oh, da kommt spielt so nur viel. Aber, ja. Wir brauchen mehr Mineralien. Einer von uns braucht nur Mutas zu haben. Ja. Ha, ha, ha. Ich habe auf mich angespielt. Er kann bei mir aber nicht rein. Ich habe zu viele Stachelkrabbler. Ich habe 6. Ja, aber er kann trotzdem... Nein, der kann nur sterben bei mir. Ja, wenn er jetzt nämlich so gebaut. Ich habe die so um die Base verteilt, dass der da hängen bleibt. An denen. Wir brauchen mehr Mineralien. Banninge wäre eine Methode, aber ich denke, er wird Mutas haben. Das wäre viel, viel sinnvoller als das. Hast du dich hinter der Wand aufgebaut? Ja, das Ding ist... Kannst du mal mit dem Overlord gucken, ob es die Wand überhaupt noch gibt? Ja, flieg rüber. Ja, da ist gerade genau das passiert, was ich mir gedacht habe. Sind sie schon reingekommen? Er hat die Wand gekillt. Nee, er hat die Wand gekillt. Ex bei mir wieder. Ja, ich habe nicht genug Overlords, um das wegzuretten hier. Mann. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, toll. Was? Wir können gegen sowas nichts verteidigen. Aber ich glaube trotzdem, dass der einfach so rausgeht. Ich guck grad. Sporenkabler. So, okay. Ja, ja, der hat hier gerade Mast-Zerklinge geschmissen und hier gradet seinen Scheiß weiter ab.
Toll. Kommt es direkt wieder. Wieder nicht genug Overlords. Eine Millisekunde weiter gedingstet. Schon keine Overlords mehr. Warum hat er das Teil abgegradet? Da kommt Mutas, 100 Pro. Ja klar kommt da Mutas. Machen die Wirklinge da? Weiß ich nicht. Weil ich brauche 3 Wirklinge, die einfach da hinlaufen, um zu gucken, was der macht. Kannst dich aufbauen hier, ne? Wir können einfach einen Run-By machen und dann ist mir alles weg. Ich hab Angst. Ich mach Roaches. Roaches. Ja. Roaches und Selbstmord. Ich bin Zerg. Ja, also du machst Roaches. Der macht auch Roaches. Gut, weil ich bin auf Mutabau gegangen. Deswegen hat er wahrscheinlich auch schon... Ja, ich kann nicht Xen, ne? Da sind die Zerglinge wieder. Sind die Roaches auch. Mann, der scheiß Bau wird nicht fertig. Leckt mich am Arsch. Komm zu mir. Alter, der wird... Der, die kommen doch zu mir, oder? Ah, da sind sie. Alter, ich kann mich nicht aufbauen. Der hat sich eingegraben, der Spaß. Dafür hat er das gebraucht. Eingraben skillt der hier. Komm endlich raus! Mann! So, gut, das habe ich auch. Wo ist der? Wo sind die Sachen von dem? Abgehauen. Komplett? Weiß ich nicht. Ich muss jetzt Xen. Ach, halt die Fresse! Da kommt eine Roach. Wo? Hier, in der Mitte. Da kommen Hydren. Hydras. Alter, der hat zu viel! Ich kann dagegen nicht... Ich muss meine Ex eigentlich abbrechen. Toll, danke! Ich muss noch mehr Overlords zünden und ich habe die Minerals gar nicht. Ja, Ex abgebrochen. Lohnt sich nicht. Habe ich nicht die Minerals für. Kann ich gar nicht machen. Ist das Spasti, ey. Ich brauche Overlords, verdammte Scheiße. Jetzt komm endlich raus. Das ist voll Abfuck, gegen sowas zu spielen. Ich kann pro Overlord nur 4 Roaches machen. Das ist der Abfuck hoch 1000. Das ist viel zu wenig. Alter, wie ich das hasse. Ich komme nicht hinterher gegen sowas. Ja, halt die Fresse. Das interessiert mich nicht. Ich könnte ausrasten. Ich könnte im Spiel hier voll ins Gesicht boxen. Eigentlich müssten solche Leute direkt gekickt werden. Alter! Ich sehe es, der hat zu viel und ich kann nicht. Ich habe nicht genug Overlords, nicht genug überhaupt irgendwas. Weil das Spiel sich denkt, ich kann nichts. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, oh. Der kommt. Abheben, zu mir rüberfliegen. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Ey, das ist so nervig. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Boah, wie sich das überhaupt nicht rendiert. Boah, verpisst euch, Overlords. Ohne nein, Scheiß. Nein, 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 du darfst nicht sterben. Ja, kommt her zu mir. Ihr seid voll am Arsch, wenn ihr hier hinkommt. Wir haben voll gar keine Upgrade. Mann, der Zerg ist einfach zu beweglich. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Kann ich?
kommst nicht runter, ne? Ja, ich... Boah, kommt raus, Mutas! Boah, ich könnte so kotzen, ne? So übel an die Wand kotzen. Nein, ich kann nicht. Könntest du ein paar Firmlinge machen und gucken, ob die hier in der Gegend irgendwo rumlaufen? Ja, hier, Firmlinge. Da. Da, 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 da. Kann grad nicht. Meine Mutas müssen versuchen, was... Beressen. Ja, ja. Krieg Overlords. Free Hits. Und die Queen hat sich eingegraben. Ah, ich hasse es. Bewegt euch zurück. Nein, ich will nicht meine Armee hier gerade kaputt machen. Die Spore-Crawler. Out of position. Nein. Ist das gar nicht. Meine Schaben sind immer noch selbstmordmäßig auf dem Weg. Was hat der alles? Paar Hydren. Wirklich nur ein paar. Und, Sonderlich viel. Was hat denn der sonst? Ich habe auch nicht so große Armee. Hydren, Schaben. Aufgepasst. Das da ist ein Firmling. Der einzige Was? Marine da. Ich habe keine Marines, das ist ein Firmling. Mineralienfeld erschöpft. Mann, ich brauche 100 Gas, Alter. Weiß jetzt eine Echse. Braucht nur 100 Gas, ihr Spackos. Was denn? Ja, für die scheiß Factory. Da, du hast die 100 Gas von mir gerade bekommen. Komm schon, Alter, Swarmos. Alles Mögliche ist da jetzt drin. Ja, ich pump weiterhin. Ja, der hat halt gar nichts. Und er hier wird wahrscheinlich nicht geäxt haben. Der hat wahrscheinlich hier alles stehen. Alles stehen. Swarmhorse. Der ist 100 Pro. Der muss geäxt sein. Ja, ja, klar. Bursting Nest kommt jetzt. Alter, die Echse ist aber überhaupt nicht besetzt. Nein. Nein. Ja. Ich kann den Kampf nur verlieren. Der hat zu viel Supply und ich zu wenig. 31 Supply. Der hat alles, ich habe nichts. Ich habe nur auf einer Base. Ich habe nicht, ich bin gleich out of source. Ich habe keine Resources mehr. Ich kann auch nicht einen Run-By machen, weil ich dafür auch keine Resources habe. Eigentlich würde ich so gern aufgeben jetzt, weil ich weiß, dass das nichts werden kann. Mit seinen Swarmhorse blutet er mich gleich eh aus. Ja. Ist soweit. Und GG, well played. Nein. Ich hab nichts mehr. Ja. Ja, weil jetzt kommt mein Tank. Einer. Oh. Für mich hat sich's schon erledigt. Ich kann dagegen nicht standhalten. Das war Dienstag. Alter, was für eine Kacke. Seht ihr, Leute, das ist die Scheiße daran. Das ist immer, wenn einer rausgeht, der andere hat so einen krassen Mineral-Vorteil.